Wegen Kälte ist der pinke Freilufttraum immer noch geschlossen, aber zum Glück sind die Temperaturen bereits am Steigen. Frau Fischer! Die Schreibers! Passend zum Promi-Backen und der technischen Prüfung gibt es bei mir heute auch die beliebten Krapfen. In diesem Fall aber inspiriert durch Steven und seine herzhafte Variation bei Backen wie ein Zelt. Los geht's mit den Berlinern, Krapfen oder Plundern. Und zwar zuerst die lauwarme Milch mit Zucker vermengen und dann darf auch schon die Hefe mit dazu. Und die muss sich jetzt in Ruhe erstmal auflösen. In der Zwischenzeit einfach Mehl mit den Eiern und der zimmerwarmen Butter vermengen, und zwar zu einem Vorteig. Dann kommt, wenn die Hefe aufgelöst ist, das Ganze auch schon mit in den Teig hinein, dann wird das ordentlich verknetet. Und weil wir eine herzhafte Variante machen, dürfen natürlich Gewürze nicht fehlen. Und jetzt wird die Liebe noch hineingeknetet und nach dieser robusten Tour braucht das Ganze natürlich erstmal Zeit zum Ruhen, am besten an einem warmen Platz. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Lachs-Frischkäsecreme. Dafür einfach erstmal den Lachs zerkleinern, und zwar so, dass er dann mit dem Pürierstab ganz klein gemacht werden kann. Im nächsten Schritt für die Würze brauchen wir Zwiebel und Knoblauch. Genau, und das kommt dann mit drunter und dann ist auch schon der Frischkäse und der Schmand mit am Start. Und wenn die Petersilie dann noch hinterher ist, dann kann ich schon probieren und lecker. Aber was macht der Teig? Wow, der ist ja super aufgegangen. Dann darf der vorsichtig nochmal durchgeknetet werden, bevor ich dann für die Krapfen die Formen aussteche. Und weil die nach der rasanten Fahrt nochmal etwas Ruhe brauchen, kriegen sie die natürlich auch. Und dann geht's ins vorgeheizte Fettbad. Und ja, das ist ein bisschen tricky noch mit dem Reinführen, aber Übung macht den Meister bekanntlich. Und wenn die eine Seite goldbraun ist, dann darf sie auch umgedreht werden. Da habe ich mich ja ein bisschen teilweise verschätzt, sie ist ein bisschen extra braun geworden, aber ist in Ordnung. Und statt dem Zucker gibt es in dem Fall Semmelbrösel. Und dann geht's schon ran ans Befüllen. Das ist ehrlich gesagt nicht so einfach, versucht's einfach selber. Dann wird angerichtet. Falls nicht genügend Dip innen drin ist, hier noch ein bisschen was extra. Und dann finde ich, dass ich hier den schönsten erstmal auswähle und dann das Salat zu dem Ganzen gut passen kann. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt will ich reingucken, wie schaut er denn aus? Und? Okay. Also ich bin ganz glücklich. Es gab keinen krankheitsbedingten Konzertausfall und auch die Flüge konnten nicht gecancelt werden. Deswegen schnell hin in die Olympiahalle nach München und ab zu Frau Fischer. So, mein Schatz. Jetzt geht's los. Mit Helinchen. Wir sind ganz vorne. Bierchen ist am Start. Wir können sozusagen auf die Bühne draufspucken. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns freuen. Du tollst die Last von dir. Helena!
Was ist uns da denn ins Körbchen gehuscht? Ein Geschenk? Für meinen Spatzel an der Hand? Ja, dann ist wohl höchste Zeit für das längste Hochzeitstagsgeschenk der Welt. Und da unser Hochzeitstag erst am 27. Mai ist, nutze ich die 13 Wochen für 13 Teile von unserer Traumreise zum letzten Hochzeitstag aus den Staaten. Und damit, mein Schatz, möchte ich Danke sagen für unsere Liebe. Die Schreibers! Goes America, Los Angeles, Part 1. Von München aus ging es mit dem Flugzeug nach Amerika, ganz auf die andere Seite, nach Los Angeles. Und somit konnte unsere Reise zum ersten Hochzeitstag beginnen. Das erste, was wir in den Staaten gemacht haben, war uns ein Auto zu mieten und somit konnten wir den Highway schon mal unsicher machen. Hallo, unterwegs in Los Angeles. Yeah, du trennst die Last von mir. Das ist der Countdown. Denn jetzt gehen mein Mann und ich. Ist er da? Ja, hier ist er. Jetzt gehen wir nämlich zum Atlantischen Ozean. Nee, zum Pazifischen. Pazifischen, genau, den Atlantischen. Und zwar zum ersten Mal. Ja. Da drüben ist Santa Monica Pier. Wow, ein Guaui-Ausblick mit euch, ihr hübschen, süßen, sexy jungen Dinger. Oh my goodness. So. Seid ihr bereit? Wow! Und hier hinten ist Santa Monica Pier. Und es ist ganz, ganz hübschi. Santa Monica Pier. Und pieren hier ein bisschen rum. Genau, wollte einmal unten durchlaufen. Unterm Steg. Wow! All the way unless I hear you say my name. Nachdem wir uns auf dem Pier in Ruhe umgesehen hatten, ging es weiter mit dem Auto durch die City. Das Auto verschlug uns sogar hin bis nach Malibu. Am Abend ging es dann zurück zum Santa Monica Pier. Hier genossen wir einen traumhaften Sonnenuntergang und im Anschluss gab's das Abendessen à la Forrest Gump. Bekanntlich ist das Leben ja wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was kommt. Aber was nächste Woche in LA passiert, das verrate ich euch jetzt schon. Gute Nacht! Hallo. Ich sage nur, und das kündigen wir wie folgt an, Hansen! Ist er alles Hollywood? Das erste Mal, dass wir das Hollywood-Sein entdeckt haben. Und beim nächsten Mal werden wir da hochjoggen. Euch nehmen wir natürlich mit. Wow!